wir lagen wieder 1-0 zurück, machen dann ein Elfmetertor. Vielleicht könnten die auch noch einen Elfmeter bekommen, aber ich denke, wir haben gut gekämpft, mit einem Mann weniger zum Schluss. Mit einem Punkt können wir, glaube ich, denke ich, zufrieden sein heute. Müssen wir, glaube ich, zufrieden sein. Ja. Das Spiel insgesamt war vor der Halbzeit nicht so, ja, war nicht so viel Pfeffer drin wie nach dem Wechsel. Woran lag es, dass dann ein bisschen mehr reinkommt? Lag es auch am Schiedsrichter oder insgesamt an der ganzen Geschichte vielleicht auch ein bisschen, dass es nachher ein bisschen heftiger zur Sache ging? Ja, den Schiedsrichter können wir nicht kritisieren. Okay, der hat vielleicht ein oder andere Szenen nicht das gegeben, was wir uns gewünscht haben. Aber ich denke, in der ersten Halbzeit haben wir das auch eigentlich richtig gut gemacht. Haben keine Torchancen zugelassen. Wir hatten eigentlich auch ein paar Chancen. Wir sind gut bis zum Tor, haben wir gut kombiniert. Ich hätte auch einen machen können, denke ich, wenn ich besser, also schneller zum Abschluss suche, aber hat nicht geklappt. Und zweite Halbzeit haben wir einfach weitergemacht, wo wir aufgehört haben, denke ich. Und das umgesetzt, was wir können. Und zwar Fußball spielen. Und auch mit einem Mann weniger haben die es trotzdem nicht geschafft. Ich denke, wir können zufrieden sein mit dem Mann. Wie war das so im ganzen Drumherum, wenn man die Spieler sieht? War das nochmal ein Thema, die Geschichte von letztem Jahr? Wurde man nochmal darauf angesprochen? Gab es ein paar blöde Sprüche? Ich habe nichts mitbekommen. Und das war mir auch scheißegal, ehrlich gesagt, hat mich gar nicht interessiert, was da los war. Ob die denken, dass wir alle damit beteiligt waren, aber war keiner von uns da. Und wir haben einfach das gemacht, was wir wollten. Die waren am Brennen, sind hier hingekommen, wollten uns schlagen, haben sie nicht geschafft. Und wir haben das gemacht, was wir wollten, ja. Jetzt habt ihr zweimal unentschieden gespielt gegen Spitzenmannschaften, kann man durchaus sagen. Jetzt geht es noch gegen Siegen zum Abschluss der Woche. Wenn er dann drei holt, sieht es richtig gut aus eigentlich, oder? Ja, ich denke, in Wuppertal hätten wir noch einen machen können. Elfmeter zum Schluss. Leider nicht geklappt. Da hätten wir schon 3 Punkte gehabt. Aber das sind selbsternannte Ausstiegskandidaten. Und wenn die uns nicht schlagen können, ist das umso besser für uns, ne? Und gegen Siegen wollen wir auch noch mal fahren dahin zum Gewinnen. Mal schauen, was da passiert. Habt ihr ja ganz schöne Erinnerungen noch an das Stadion, ne? Ja, da sind wir aufgestiegen, denke ich. Ne? Ja, ist gut, wir fahren dahin, wollen gewinnen. Die natürlich auch, aber mal schauen, was passiert. Revier Sport, die Sportzeitung.